Hallo beim zweiten Teil von Forschung und Fliegen. Mit megaschnellen Flugscheiben für den Linienpassagierdienst beschäftigt sich der Düsseldorfer Peter Plichter. Er ist einer der wenigen unabhängigen Universalgelehrten Deutschlands. Vielleicht ist er auch deshalb so umstritten. Auf seinem Briefkopf nennt er sich Chemiker, Mathematiker, Kernchemiker, theoretischer Physiker, forensischer Apotheker und Treibstoffingenieur. Und gerade die Energiefrage hat es dem Forscher seit Jahren angetan. Er will dazu eine Weltformel erfunden haben. Inzwischen interessieren sich für ihn Raumfahrtbehörden. Für uns nahm sich der wissenschaftliche Exzentriker einen Tag Zeit. In 2 Stunden von Düsseldorf nach Peking, in einer Flugscheibe mit einem neuartigen Antrieb. Für den Düsseldorfer Privatgelehrten Peter Plichter, Jahrgang 39, ist seine Idee machbar. Im Computerfilm funktioniert das Raumschiff perfekt. Seit 1993 hält Plichter ein Patent für ein diskusförmiges Raumfluggerät mit Silanantrieb. Silan lässt sich für den Universalgelehrten aus Silizium herstellen. Die Fluggäste werden in seinem Fluggerät extrem schnell unterwegs sein, allerdings ohne direkten Ausblick. In diesen Scheiben wird man in einem Torus sitzen, in einem ganz normalen Flugzeugsitz mit einem Monitor. Denn Fenster gibt es natürlich nicht. Ein halbes Leben forscht er an der alternativen Treibstoffherstellung. Für ihn ist sein Antrieb ideal, um Flugzeuge als Flugscheiben in kürzester Zeit um die halbe Welt zu bringen. Plichters Treibstoff für Raumschiffe und Raketen basiert nicht mehr auf Benzin, also Kohlenstoff und Wasserstoff, sondern funktioniert mit dem chemischen Element Silizium. Ein Silanbenzin braucht man nicht anzuzünden. Das wird in einer Raketenkammer, in einer heißen Raketenkammer und einem Motor von ganz alleine reagieren. Plichters Idee, die Lufthülle als tragendes Medium. Sein Traum, ein luftatmendes Raketentriebwerk, das eine Passagierflugscheibe 20 Mal schneller macht als der Schall. Der Plichter-Antrieb basiert auf Silan, einer Gruppe chemischer Verbindungen aus Wasserstoff und einem Silizium-Grundgerüst. Mit seiner Idee will er das Nachfolgemodell der Ariane 5-Rakete ausrüsten. Am Frisbee leben seine Pläne für sein Flugzeug mit UFO-Optik auf. Sie wird mit Silan betankt und kann durch ein bestimmtes Verfahren mit einem Kranz von verstellbaren Schaufeln wie ein Hubschrauber starten und landen. Wenn sie eine gewisse Höhe erreicht hat, setzt der Schaufelbrenner ein und sie wird in diese Richtung gelenkt, kommt auf 50 Kilometer Höhe. Dort herrscht etwa ein Druck von einem Promille Luft. Inzwischen sind wir bei 20 Mach, also bei über 20.000 Stundenkilometer. Das reicht für das Schaufelstrahltriebwerk. Es arbeitet im Überschallbereich. Es verbrennt den Stickstoff mit. Es verbrennt praktisch die gesamte Luft wie ein Oxidator. Der Tank, der Sauerstofftank, bleibt zu Hause. Dadurch steigt die Nutzlast. Man kann Passagiere mitnehmen. Bei ihm beruhen alle Gesetzmäßigkeiten dieser Welt auf einem Bauplan. Mehrfach aufgelegte Veröffentlichungen machten ihn bekannt, etwa seine Werke Benzin aus Sand oder das Primzahlkreuz. Der Experimentalchemiker ist von der Machbarkeit seiner Technologien überzeugt. Noch fährt er selbst mit Benzin, aber für ihn ist die Zeit reif für seinen Antrieb und seinen Silankraftstoff. 8000 Stundenkilometer schnell sein soll ein neuer Jetantrieb, der in Australien getestet wurde. Der sogenannte Scramjet könnte in 10 Jahren die Luftfahrt revolutionieren. Noch werten die Ingenieure die Daten des Testflugs aus. Dieser Film läuft nicht schneller. Die Rakete hebt wirklich mit dieser Geschwindigkeit ab. Im australischen Outback jagten Wissenschaftler den Überschallversuchsjet 300 Kilometer hoch in den Himmel. Ein 10-Minuten-Flug, bei dem das Fluggerät 8000 Stundenkilometer erreichen sollte.
Die neuartige Technologie soll in absehbarer Zeit Flugzeuge wesentlich schneller machen als bisherige Antriebe. Innerhalb von 10 Jahren hoffen die britischen Tester, ihren Antrieb so weit entwickelt zu haben, dass er für bemannte Flüge zur Verfügung steht. Bei dem Staustrahltriebwerk funktioniert die Kompression der Luft nur durch die extreme Strömungsgeschwindigkeit, also erst bei sehr hohem Tempo. Zwar sind die Düsen relativ einfach konstruiert, die Beherrschung der Aerodynamik bei bis zu 10-facher Schallgeschwindigkeit ist jedoch sehr anspruchsvoll.